Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei XCOM Enemy Within mit dem Long War Mod und ich spüre, ihr vertraut mir nicht, ihr glaubt nicht, dass ich noch irgendwas schaffen könnte. Dann muss ich euch natürlich überzeugen, dass wir es doch noch schaffen können. Ich bin zwar nicht sicher, ob was wir es hinkriegen, aber ich versuche einfach mal mein Glück. Denn solange ich denke, dass es noch eine Chance gibt für die Erde, kann ich nicht. Ich kann einfach nicht aufgeben, auch wenn ich so scheiß Granaten wie die habe. Und dann einfach nur zwei Schaden mache auf 8000 Kilometer Entfernung. Aber scheiß drauf, irgendwas wird schon schief gehen. So, du hast noch zwei Granaten. Genauso könntest du aber... Nee, anders positionieren will ich dich gerade nicht. So, Lou steht in dem Scheiß drin. Der ist schon ziemlich angeschlagen. Dann haben wir das Problem, dass da unten noch der Typ drin ist. Achso, ich habe erst gerade, er hat viele Lines gezogen während seines Lebens. Aber es war nicht die Aussage. Ach du Kacke, er hat ja einen Reaction-Shot übrig. Egal, der hat verfehlt. Habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube, deshalb haben wir letztes Mal eine Granate geschmissen, ne? Die Erde braucht Helden. Bah! Die Erde kriegt aber nur Idioten. Oh, nee. Ey, ohne Scheiß, das Spiel foppt einen doch, ne? Just received some intel that hostiles are advancing on your location. Ready up. Weil was soll so eine Kacke, ne? Ich glaube, wenn sowas verfehlt, da kann ich ja sagen, komm, das ist ein 30% Schuss oder was auch immer, weil die da eine Chance haben, oder 40%. Aber hier die Schüsse von den anderen Idioten, das geht überhaupt nicht klar. So, der hat Gift abbekommen. 28% Treffsicherheit. So, der hat auch noch eine Granate übrig. Ich versuch's einfach mal so. So, der wurde nur gestriffen, aber der Sektoid wurde ausgeschaltet. Prozent, ey. Wenn wir vorrennen, werden wir erschossen, bestimmt auf der ganzen Linie. Also sind wir auch nicht safe. Warte, dann lassen wir ihn immer eben noch stehen. Da oben steht ja jetzt auch einer. So, den VIP ziehen wir mal ein Stück vor, weil müssen wir jetzt wirklich langsam da wegkriegen. Ach komm, scheiß drauf. Benutzen die Granate. Fuck off, ein Schuss weniger. Warum auch immer der 8 Schaden kriegt von dem Schuss, ist aber auch egal jetzt. So, hau ab. Weil wir wissen, da oben ist einer mit Overwatch. Ja, super. Ich renne weiter weg, aber werd dann gesehen von dem. Was für ein Beschiss. Spieltechnisch wieder. So, du gehst hinter die andere Absperrung und dann heilen wir die Wunde von der. Rolling out.
So, keine Panik auf der Titanic, lauf. 71% könnte klappen. Natürlich nicht, warum auch? Genau, der vergiftet die auch nochmal beide. Jetzt kommt da hinten der Super Long Range Sichtschütze. Genau! Warum auch nicht? Boah, ey, das Spiel macht einen einfach nur verarschemäßig fällig. Ich brauche eine Runde vorher. Ich brauche einfach eine Runde vorher. Dass es so füll auf und gut ist. So, der eine ist ja jetzt davon abgehauen gewesen. Nach vorne zu gehen ist auch eine doofe Idee. Wegzugehen ist auch eine doofe Idee. Also, was machen wir Schönes? Wir nutzen nochmal die Granate hier. Das andere Problem ist einfach, ich kann ja die Leute hier im Overwatch einfach stehen lassen. Weil es bringt ja nichts. Weil selbst wenn irgendwo dann das Alien rauskommt. Das Alien rauskommt. Treffen die ja nicht. I'm on the move. Ich mache in etwa den gleichen Zug wie gerade. Aber ohne dass wir ihn flankieren und mit dem Schrotflintenschütze. Warum sollte die Granate diesmal auch besser laufen? So, wenn wir jetzt näher an den rangehen, passiert wieder dasselbe. Wir werden vergiftet wahrscheinlich. Aber ich nehme das einfach mal in Kauf. Wie ist denn, wenn wir uns direkt neben den stellen? Der läuft bestimmt einfach nachher mir vorbei. Aber seht ihr, jetzt läuft er da vorne. Wir haben einen Reaction-Shot und das ist scheißegal. Aber was sind 30%? 30% Reaction-Shot? Kann sie einfach schlafen legen. Wir können es in der Position mal eben nachladen. Ah, 76% sind ein guter Wert. Oh nein! Naja, immerhin. Aber ich musste die auch wegkriegen von der anderen. Von der Lu, sonst hätten wir Probleme bekommen. So, du kannst dann die Overwatch, den Overwatch da einsetzen und wir schicken mal den VIP ein Stück vor. Der sieht da vorne den, ne? Wie ist es, wenn du hier hingehst? Dem auch einfach nochmal eine Granate vors Gesicht schmeißt. Tötet den natürlich nicht, ne? Warum auch?
So, da sind drei Sinmans. Wo haben wir denn? So, klar. Ihr habt beide keine Munition, was eine ganz tolle Nummer ist gerade. Oh nein, jetzt hat der da hinten Reaction-Shot übrig. Egal, verfehlt nochmal. Ich habe mehr Glück als Verstand gerade. Deshalb seid alle ganz entspannt. So, für 37% mache ich mir die Hände nicht schmutzig. Dann lasse ich sie lieber auf Reaction Shots stehen. So, du kannst auch nicht mehr... Du hast kein Ziel zum Angreifen, das ist die Sache. Ich könnte dich bewegen. Aber es bringt mir was. Wenn ich hier hinlaufe, habe ich oben einen stehen. Kann ihn zwar flankieren, aber komme an den anderen nicht ran. Oh, wir könnten aber, genau. Gehen wir einfach mal hier hin. Bei 41% ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt die hier links ganz schön alleine, ne? Oh, 51%. Zeig sie ihm. Boah, ja! Ach, gekommen! Geh weg, du Mistvieh. Komm, 41% nochmal. So, der sieht erstmal nix. Wird aber mal eben kurz nachladen. Ein Prozent Trefferchance. Ich bin begeistert. Boah, 47%. Da trifft ihr mit ein Damage. Moving to position. Verzieh dich, ey. Heads up, Commander. We've got an intermittent contact. It's something different from the others. Oh nein. Na super. Ich freue mich. Vor allem der da direkt im Overwatch wieder. So, der da oben hat keinen Overwatch gerade. Dann werden wir mal Luma eben vorschicken und die soll mal eben kurz heilen. Wie sieht das aus mit dem vergifteten Gebiet? Oh, scheiße. So, die sieht beide. 43% und 63. Die musste aber weg. Schaffst du es? 52%? Ja, wundervoll. Fuck you mit deiner scheiß Wand da. Ich muss versuchen, den wegzubewegen. Scheiß darauf, dass der den Reaktionsschuss kriegt. Wir müssen von dem scheiß Grabschvieh weg. Du dahin, Overwatch. Unser VIP hierhin. Und dann ab in Deckung. So. Sehr schön. Der wird es nicht schaffen, ganz zu uns zu kommen, hoffe ich. Ja, da war der Stopp zwischendurch drin.
Nein! Boah, hab ich ein Schwein. Genau, duck dich. Mach ihn platt. Ich weiß. Da ist nur eine halbe Deckung. Deshalb, wir gehen mal eben kurz hier rum. Super, dann kann er den nicht mehr sehen. Im Optimalfall ist nur noch er da vorne. Mach ihn platt. X-ray neutralized. We're green to go. Roger that. Ich glaube, das waren alle. Ich glaube, wir schaffen die Mission. Moving out. Ich hoffe, der hat da was Geiles im Koffer. Und nicht nur Scheiße. Oh, yeah. Headed there now. We're green to go. Aye, aye, Commander. Fuck. Moving out. Sieht gut aus. Ich hoffe mal, das Programm mir jetzt nicht noch irgendwas entgegenschmeißt. Aber ein paar Zentimeter sind es ja noch. Na super. Kommen noch welche von hinten. Komm, treff den. So, immerhin hat einer getroffen. Wie sieht's aus von unseren Positionierungen? Komm, theoretisch sind wir auch schon durch. Nein! Ah, doch. Wie sieht's aus mit dem Assault-Karabiner? Du hast doch gerade schon getroffen, dann versuch's nochmal. Scheiße! Ja, von da oben kann er den nicht angreifen. Jetzt geht er nochmal einen Reaktionsschuss rein. Oder? 61%, komm, mach's! Geht doch. Wunderbar. Du duckst dich. Du gehst auch auf die andere Seite. Und bleibst auf Overwatch, genauso wie du. Weil jetzt wird nämlich der dünne Mann noch kommen. Er guckt, will treffen und verfehlt. I've given up everything to keep this device out of the wrong hands. I hope your people gain something of value from it. The VIP is secure. Ja, Gott sei Dank. Our target has reached the extraction point. Secure the surrounding area and eliminate any remaining hostiles. New objective received. Negative Damage. 1% Trefferchance auf der Distanz. Dann ist das erstmal so. Ja, vielleicht treffen wir ja mit der Pistole. Aber ich denke, da wird noch jemand töten von mir.
Wir kennen das ja, wie das so abläuft. In Missionen, die eigentlich schon vorbei sind. Laufen wir bis dahin. Auch geschafft. Er vergiftet meinen Typen, der auf dem Boden liegt. Du bist so ein Arschloch-Alien. Stirb gefälligst. Ohne Kack, ich kann da nicht näher rangehen. Der muss die Runde warten da. Moving out. 41%, es war ein guter Wert. Heading to that location. Aber wir müssen ihn eher festnageln auf seine Position, anstatt dass wir jetzt hier anfangen, noch Leute zu riskieren. Moving. So, beweg dich, Feigling. Ah, fick dich. Ey, wollen die mich verarschen? Lauf erstmal hier vor. Du kriegst eine Chance. So, dann muss der Shotgun-Schütze das erledigen. Danach ist eh Feierabend, also kann er sich auch vergiften daran. 100%. So, Feierabend. I am alive. But the life I had is gone now. Funny that my life should take such an unexpected path. Turning my back on old friends to defeat a common enemy. The device and our contact are secure. Get back to HQ for debriefing. Boah, ich habe eine Errungenschaft dafür bekommen, weil ich die Conceal-Mission noch nie gemacht habe. So, alle wurden promoted. Ein Traum wird wahr. Es geht in Richtung von Leveln. Ich mach mal den Flash. Ja, du lernst mal bitte das. Bonus auf. Gegen Roboter nehmen wir auch mit. Aber wir haben was geschafft, ihr Meister. We will be in touch, Commander. So, mit dem Erfolg gehen wir erstmal in die Winterpause. Nein, wir machen nächstes Mal weiter. Wenn es heißt XCOM Enemy Within, bis dahin, ciao, euer Doc.